Hey Leute, alles klar bei euch? Ja, hier sind wir wieder mit The Elder Scrolls 5 Skyrim und wir befinden uns immer noch in dieser zerlumpten Hütte, also diesem Waisenhaus, und wir sollen immer noch diese Grelot, genau die Gütige, sollen wir immer noch töten. Wie machen wir denn das? Wie machen wir denn das jetzt? Weißt du was? Wir brechen auf. Ihr müsst etwas für mich tun. Na schön. Was denn? Was braucht ihr? Du musst, da rausgehen. Kann ich nicht machen. Tut mir leid. Was kannst du nicht machen? Sicher kannst du das machen. Warte dort. Gut, verstanden. Sehr schön. Ja, jetzt sind wir alleine mit dieser Dame, ne? Verstanden. Nein, 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 nein. Nicht. Du bleibst schön da. Gut, verstanden. Genau. So, sonst jetzt. Noch etwas? Nee, du bleibst aber da, ne? Gut, sehr gut. Sehr schön. Gute Lydia. So. So, jetzt speichern wir nochmal kurz, damit wir nicht alles nochmal machen müssen. Wir schleichen und dann einfach mal. Durchsuchen die Schweinekinder. 15 Gold. Ja, und ich hoffe. Ich hoffe jetzt, dass die andere da nicht wieder rumspackt. Ja, seht euch die tote Mutti an. Schön, ne? Als Aventus ausgerissen ist, wurde die Grelot noch gemeiner als zuvor. Ja, jetzt ist sie tot. Ich dachte wirklich, dass sie noch einen von. Ja, und die Frau hat wieder mal Probleme, ne? Genug! Was denn? Genug! Genug! Ich ergebe mich! Was willst du denn? Wir haben. Von wo weißt denn die das, Mann? Jedes Mal weiß die das. Ihr habt gewonnen! Ich ergebe mich! Ich krieg die Krise, Mann. Wir sind gerettet. Ja, sie ist tot, aber die andere. Aventus hat es wirklich geschafft. Er hat die dunkle Bruderschaft dazu gebracht, die alte Grelot zu töten. Lol. Hurra, hurra! Ja, wisst ihr was? Scheißegal. Die kann uns ja eigentlich am Sack kraulen, also. Oh, Lydia. Sollten wir vielleicht noch mitnehmen, ne? Boah, diese Morokai-Bande hier macht mir Angst. Also nicht, dass ich Angst davor hätte, aber. Ja, ihr wisst ja noch, dieser Morokai, damals, als wir die Maske gestohlen haben, das war so ziemlich mein schwerster Gegner. Und wenn es jetzt von den Dingern noch mehr gibt. Wir brechen auf, wie ihr wünscht, Tane. So wie auf dem Bild, dann ist das schon ein bisschen scheiße. So, aber jetzt. Karte, wo geht's denn hin? Wieder nach Windhelm zu. Wie hieß er? Adada. Oh, was ist das denn für ein cooles Schwert? Sieht ja mal Keil. Cool und geil. Keil. Hab ich einfach mal so schön Wörter kombiniert. So bin ich eben. Ganz cool und easy. Nee, dann müssen wir wieder zu dem kleinen Bengel hier, der hier seine Rituale durchführt. Und mal gucken. Was der da macht. Hallöchen. Und? Grelot die Gütige, ist sie... Ihr wisst schon. Grelot die Gütige ist tot. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich wusste es einfach. Ich wusste, dass die dunkle Bruderschaft mich retten würde. Hier, wie versprochen. Das sollte euch ein nettes Sümmchen einbringen. Und danke. Vielen Dank nochmal. Ein nettes Sümmchen? Was denn? Aretino Familienerbstück. Ach so. Brief des Vogts. Was ist das denn? Meister Aventus Aretino. Jarl Ulfric Sturmmantel sendet euch sein tiefstes Beileid zum Tod eurer Mutter Nalia. Unglücklicherweise kann euch der Jarl nicht unbeaufsichtigt in eurem Heim belassen, da ihr vaterlos und ohne andere bekannte Verwandte seid. Ist nicht die Mutter gestorben? Naja. Daher werdet ihr aufgefordert, euch... Wo war's denn?
innerhalb der nächsten Woche beim Waisenhaus Ehrenhall in Riften zu melden, wo ihr bis zu eurem 16. Lebensjahr verbleiben werdet. Die Arentino-Residenz in Windhelm wird natürlich in eurem Besitz bleiben. Das Gebäude wird abgesichert und in 6 Jahren für eure Rückkehr bereit sein. Ich bin mir über das Maß an Bildung, das euch eure verstorbene Mutter vermittelte, nicht im Klaren und weiß nicht, ob ihr diesen Brief zu lesen vermögt. Daher wird ein Vertreter der Stadtwache sich in einer Woche bei euch zu Hause melden und euch zum Waisenhaus begleiten. Hoffentlich wird seine Ankunft dann keine absolute Überraschung für euch sein. Mit größtem Respekt, Jorleif Vogt unseres edlen Jarls Ulfric. Sollen wir den mitnehmen? Ja, komm, wir nehmen den mit. Scheißegal. Wir hamstern einfach mal alles so ein bisschen. Ich frage mich, wer das ist. Ist das seine Mutter oder was, die gestorben ist? Ich werde bald wieder ins Waisenhaus gehen. Aber erstmal gebe ich denen eine Weile, um, ihr wisst schon, die Sauerei wegzumachen. Die Sauerei. Och, jetzt habe ich mich erschrocken, Alte. Oh. Oh. Ziegenbein. Ein Ziegenbein. Hey, Junge, Mann, was machst du hier drin? Zerstückelst du Körper und... Ach. So. Ja, jetzt, wie geht's denn weiter? Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Plan. Haben wir denn noch eine Mission oder so? Jazargos Experiment. Der Weg der Stimme. Sprich mit den Graubärten. Die goldene Klaue. Finde den die Rotwardonen. Gehe der kryptischen Botschaft nach. Zu den Waffen, bringe Ayla ihren Schild. Besuche den Schrein von Azura. Mann, 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 wir haben so viele Missionen offen, aber... Nichts, was mit der Mördergilde zu tun hat. Ich habe da so eine Vermutung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so sein wird. Da es in Oblivion so war, werde ich jetzt einfach mal mich irgendwie aufs Ohr legen. Und ja, dann werden wir weitersehen, ob da mich ein Assassine ansprechen wird oder was auch immer, um in die Bruderschaft zu gelangen oder eben nicht. Wie gesagt, das Let's Play ist blind, deshalb habe ich... Drüben in Rifthorn wurde jemand ermordet. Eine alte Dame, die ein Waisenhaus geleitet hat. Das muss diesen armen Kindern das Herz gebrochen haben. Ja, deshalb habe ich keinen Plan, ja, wie man in die Diebesgilde, in die Mördergilde kommt. Hier sind wir wieder, im grauen Bezirk. Was lauerst du? Hey, was lauerst du? Hast du gelernt? Bester Angriff ist eine gute Verteidigung. Was gibt's denn hier? Gebrauchtwaren. Einfach mal rein. Seht euch nur gründlich um. Meine Waren sind alle rechtmäßig, was ich von manch anderen nicht sagen kann. Ja, ich sehe schon, das endet mit Schaut einer Quest. Mal wieder vorbei. Und deshalb werde ich hier einfach mal nichts anrühren. Ich fliehe vor Quests, Mann. Das liegt einfach daran, dass man als Let's Player nicht die Zeit hat, um alle Quests zu machen, weil, ja, ich weiß auch nicht. Okay. Dann werden wir uns nach Hause begeben und da uns kurz mal aufs Ohr hauen. Wo haben wir hier Riften? Nein, ich will nicht nach Riften. Ich will nach Weißlauf. So. Södele. Das wir glaub unser Heim, ja. Brisenheim. Da weht eine leichte Brise durch die Winde.
Also, dann lege ich mich doch... Och, ich verfehle schon die Treppe. Dann lege ich mich mal kurz ins Bett. Einfach für ein paar Stunden. Und tschüss. Automatisches Speichern. Oh la la, du wachst auf und fühlst dich ausgeruht. Oh mein Gott. Was ist los? Wow. What the fuck? Gut geschlafen? Was? Wo bin ich? Wer seid ihr? Ist das wirklich wichtig? Ihr seid im Warmen und im Trocknen und noch immer lebendig. Das ist mehr, als man über die alte Grelot sagen kann, hm? Ihr wisst davon? Halb Himmelsrand weiß davon. Eine alte Hexe, die in ihrem eigenen Waisenhaus umgebracht wird, so etwas spricht sich normalerweise herum. Bitte versteht mich nicht falsch, es war saubere Arbeit. Das alte Weib hat es nicht anders verdient. Und obendrein habt ihr noch eine Bande kleiner Strolche gerettet. Es gibt da aber ein kleines Problem. Ein Problem? Seht ihr, dieser kleine Aretino-Junge hat nach der dunklen Bruderschaft gesucht. Nach mir und meinen Verbündeten. Grelot, die Gütige, war ein besiegelter Kontrakt der Bruderschaft, ein Mordauftrag, den ihr gestohlen habt. Ein Mord, den ihr zurückzahlen müsst. Wollt ihr, dass ich jemand anderen ermorde? Wen? Na, na. Schon lustig, dass ihr fragt. Wenn ihr euch umdreht, werdet ihr meine Gäste bemerken. Ich habe sie abgeholt von... Nun... Das ist nicht wirklich wichtig. Das hier und jetzt, darauf kommt es an. Oh, ihr müsst wissen, dass es für einen von ihnen einen Auftrag gibt. Und diese Person wird diesen Raum nicht lebendig verlassen. Nur, wer ist es? Nur zu. Wollen wir mal sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Trefft eure Wahl und löscht ein Leben aus. Ich will dabei nur zusehen. Und den Anblick bewundern. Ich habe nichts mit diesem Wahnsinn zu tun. In Ordnung, ich mach's. Ich werde einen von ihnen töten. Schweigen. Wir werden einfach mal... Seht ihr, ich wusste doch, wir würden das wie zivilisierte Leute regeln. Jemanden töten? Schuld muss auch beglichen werden. Ja klar, ne? Ihr versteht das. Gut, dann macht euch an die Arbeit. Wählt euren Gast und schickt den armen Teufel in die Leere. Ich gebe euch den Schlüssel zu dieser Hütte. Und ihr macht euch auf den Weg. Siehst aus wie Catwoman. Nee, du siehst nicht so aus, aber du erinnerst mich an sie. Sexy und geschmeidig. Die Anspannung bringt mich noch um. Die geschmeidige Astrid. Wir ergründen wir die... Durchsuchen, Truhe leer. Wow, eine blutverschmierte Kommode. Wie schön. Handschuhe. Ach, da sind ja Leute. Ach du liebe Scheiße. Die sind gefesselt und haben Säcke über dem Kopf. Fühle ich mich gleich, ja. Wir speichern mal. Einfach so, damit wir Spaß haben können hier. Flutheim der Furchtlose. Nehmt mir diese Sachen ab. Alea Quintus. Wer immer das auch ist, wir hatten eindeutig einen schlechten Start. Aber keine Sorge, dies ist nicht das erste Mal, dass mir jemand etwas über den Kopf gezogen und mich verschleppt hat. Warte, ist das ein Khajiit? Also bitte, was das Problem auch sein mag, wir können wie zivilisierte Wesen darüber reden. Hm? Wie Jazargo. Ja, ich kauf jetzt mal die Katze im Sack. Wow, Hinrichtungskapuze. Können wir auch so ein Teil anziehen? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Bekleidung hier. Ja, können wir. Nur erstaunlicherweise können wir durchsehen. Naja. Der hinterhältige Khajiit. Ein Kater wie er musste einfach Feinde haben. Kein Wunder, dass ihr euch für ihn entschieden habt. Und wer war es? Wer hatte den Auftrag? Oh nein, nein, nein. Versteht ihr denn nicht? Schuld, Unschuld, richtig, falsch. Alles unwichtig.
Wichtig ist nur, dass ich euch befohlen habe, jemanden zu töten und dass ihr meinen Befehl befolgt habt. Dann kann ich jetzt gehen? Natürlich. Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Nur, warum sollte es hier enden? Ich sage, unsere Beziehung ist reif für den nächsten Schritt. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Der dunklen Bruderschaft. Im südwestlichen Teil von Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Wenn euch also, wir sie will mich in ihrer Familie haben und mit mir einen dunklen Bruder zeugen. Nee, Spaß. Natürlich laden wir noch einmal und ja, ich will hier noch nie jemanden anderen töten, ne? Also das muss ja sein. Du musst die verschiedenen Optionen. Ach, die gucken mich alle an, obwohl die nichts sehen. Ja, gut. Feiglinge, eine Frau aus ihrem eigenen Haus zu entführen, ihr solltet euch schämen. Hey, sei mir nicht so frech. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich kann euch da draußen sprechen hören. Bitte, lasst mich gehen. Ich habe euch nichts getan. Tut mir leid. Was habe ich getan? Wer immer das auch ist, wir hatten eindeutig einen schlechten Start. Ja, du bist die Frechste. Das ist nicht das erste Mal. Wie bitte? Was ist das denn für eine Frage? Ein letztes Mal würde jemand dafür bezahlen, euch zu töten. Ich knie hier mit gefesselten Händen und einem Sack über dem Kopf. Und ihr seid so unverschämt, mich das zu fragen? Was glaubt ihr wohl, Spatzenhirn? Wer seid ihr? Das geht euch einen feuchten Dreck an. Wenn ihr mich töten wollt, dann tut es endlich. Mara sei mein Zeuge. Wenn ich nicht diese Kapuze auf hätte, würde ich euch mitten ins Gesicht spucken. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich habe einen Haushalt zu führen und Kinder zu ernähren. Also lasst mich jetzt hier raus. Deine Kinder werde ich auch noch töten. So hat jeder. Schlampe. Was von der Sache. Ah, die zänkische Ehefrau. Ziemlich lockeres Mundwerk. Irgendjemand muss sich einfach ihren Tod gewünscht haben. Genau. Nicht wahr? In der Tat. Ihr scheint zu verstehen, was wirklich zählt. Wenn ich den Befehl gebe... Natürlich. So. Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Ja, danke. Nur, warum sollte es hier enden? Ich sage, unsere Beziehung ist reif für den nächsten Schritt. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Der dunklen Bruderschaft. Im südwestlichen Teil von Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Zuflucht. Ihr liegt gleich unter der Straße, fernab von neugierigen Blicken. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet: Still, mein Bruder. Still, mein Bruder. Dann seid ihr drinnen und euer neues Leben beginnt. Ich stille meinen Bruder. Wir sehen uns zu Hause. Mit meinen Männerbrüsten. Ha! Jetzt bist du nicht mehr so frech, hä? Ich kann euch da draußen sprechen hören. Oh, er tut mir so leid. Warum fängt man den, Mann? Naja. Wir verlassen diese Höhle. Was für eine Höhle? Diese Hütte, verlassene Hütte entdeckt. Ah. Sogar Blut klebt an der Tür. Und wo ist eigentlich Lydia? Sollte die uns nicht beschützen? Vor genau solchen Sachen? Wow! Nein! Ohne Scheiß! Ein Drache! Ach du Scheiße. Bin ich ausgerüstet für sowas? Moment, was habe ich hier? Herzräuber. Ist das stärkste Schwert, was ich habe? Ich glaube nicht, oder? Oder doch? 16, ja. Ja, okay, dann komm mal her, du kleiner Drache. Also ich hoffe, du bist kein Feuerdrache, denn sonst hätte ich ein Problem. Aber ich... Ja,
Ich werde das schon schaukeln. Wo bist du? Da.